Willkommen, Freunde, zurück im Polizeipräsidium von Raccoon City. Also, wir haben in der letzten Folge wieder einiges erreicht. Haben Claire wieder getroffen, haben ein neues Hilfsmittel bekommen. Und ich habe jetzt erstmal vor, noch ein paar Räume zu erkunden. Ich wusste es. Ich habe damit gerechnet, dass jetzt, da ich ein Hilfsmittel hier habe, jetzt ein Gegner kommt. Ah. Ich habe jetzt zwei Hilfsmittel. Waren diese Kratzer eben auch schon da? Was zum? Da bleibt doch einfach tot. Geh zurück. Scheiße! Oh. Beiden habe ich. Alter! Okay, ich muss jetzt also wirklich wieder hier mit neuen Gegnern rechnen. Da ist schon wieder was. Naja, ich hätte die Bretter mitholen sollen. Oh Mann. Oh! Jetzt tot umfallen lasse ich sie. Ah, die ganze schöne Muni, die ich gesammelt habe. Wow. Gut, er hängt fest. Oh Mann, oh Mann. Wichtige Objekte wegwerfen. Ah, okay. Werde ich jetzt also hier nicht mehr gebrauchen. Gut, okay. Ja. Finde ich alle. Das finde ich aber echt gut, diese Markierung. Elektronikgerät. Das finde ich echt gut. Da habe ich ja im Livestream zu Resident Evil 7 noch drüber gemotzt, dass man einfach nicht angezeigt bekommt, wann man was nicht mehr braucht. Ein Zünder für C4-Sprengstoff. Ach du Scheiße. Locker Room. CAP. Moment, ich habe hier einen Zettel, das schreibe ich mir gerade auf. CAP. Gut, das sind dann diese Schlösser. Und da sind wieder Bretter. Alles, was ich brauche. Ja. Blendgranate, okay. Ach, guck mal da. Jetzt habe ich hier den Zugang zu diesem Raum. Das ist gut. Trotzdem gehe ich nochmal rein, einfach um zu gucken, ob ich was übersehen habe. Ah, da ist noch eine Tür. Aktenraum. Gut, da brauche ich einen blauen Herzschlüssel. Habe ich ja noch nicht. Okay. CAP. Da oben war ja eine Tür. Ah, da ist das Ventil. Und das Kombinationsschloss kann das hier sein. Gut. Na, wenn das kein Fortschritt ist, dann weiß ich auch nicht.
Ha, da ist leider zu, mein Freund. Tja. Was war denn das gerade? Was du das? Oh, das klang gerade aber nicht gut. So, Zünder ohne Batterie, der wird mal verstaut. Die Holzbretter, die nehme ich mir jetzt mal mit. Fuck! Kommst du von oben oder was? Bin mir nie sicher, ob ich irgendwo schon war. T-A-P. Ha! Oh, genau das, was ich brauche. Vielleicht brauche ich es ja danach nicht mehr. Nö, sehr gut. Dann kann ich mir jetzt auch die Flintenmunition holen. Ach du Scheiße. Aha. Da scheint einer auf mich zu warten da hinten. In den Kabinen ist nix. Messer. Tja, tut mir leid. Oh, verdammt, der hat noch gelebt. Der hat sich nur ausgeruht. Der perfekte Mord. Jemanden in der Zombie-Apokalypse erschießen. Ja, das Schießpulver bringt mir jetzt nicht viel. Ach du Kacke. Shit. Was in Gottes Namen? Ach, du heilige Scheiße. Wow! Okay, die Dinger fressen echt Munition. Die fressen richtig Munition. Wie Tontauben schießen? Nein, ganz sicher nicht. Also, noch wären es zwei von den Dingern gewesen, hätte ich keine Chance gehabt. Ach, guckt euch mal an, was die hier angerichtet haben. Jetzt muss ich ständig aufpassen, dass da keins von den Viechern durch die Wand kommt. Okay, da brauche ich auch was. Den Aufenthaltsraum. Okay, da kann ich wieder
kriege ich wieder Zugang. Komm. Ja. Okay, hier ist ein sicherer Raum. Wow. Ah, so komme ich in die Bibliothek, genau. Ja, aber für den Wagenheber habe ich auch noch nichts. Tja. Hoffentlich war das jetzt erstmal das letzte Vieh. Ich habe nicht mehr genug Munition, um es mit noch einem aufzunehmen. Wahrscheinlich war das jetzt eh schon unnötig. Rotes Kraut. Ah, das ist doch gut. Ach so, Scheibenkleister. Nein, da habe ich ja was anderes. Hm. Okay. Batterie. Ja, die kenne ich doch, die Batterie. Internes Memo, 22.09.98, interne Bürobedarfsverlegungsmitteilung. Hitze, beständiger Tresor. Büro Westseite 1F. Ah, okay. So, schreibe ich mir noch gerade mal die Kombination auf. L9, R15, L7. L9, R15, L7. Okay. Dann werde ich da nachher mal noch hingehen. Reicht die Zeit noch? Ja, könnte reichen. Es ist so ruhig hier. Wobei ich gerade irgendwas gehört habe. Hochwertiges Schießpulver. So, was passiert? Kombinieren. Flintenmunition. Oh, sehr gut. So. Hab ja die Anleitung bekommen, was ich mit was kombinieren muss, damit ich was rauskriege. So, gut. Also ich habe jetzt schon ein paar Mal gesehen, dass die Grafik nachladen muss. Stört mich so ein bisschen im Augenwinkel, aber ist echt minimaler Kritikpunkt. Konto-Authentifizierung erforderlich. Dangle in USB-Anschluss stecken. Redet ihr jetzt vom Penis? Gut, also ich habe die Batterie und das Zahlenschloss. Dann gehe ich da jetzt mal zurück. Aufpassen. Weil die Gebiete können ja jetzt schon neue Gegner wieder auftauchen. Und bei dir alles klar soweit? Ja, sieht gut aus. So. Dann. Ah, okay, ich kann nichts kombinieren, was bei mir nicht im Inventar ist. So, dann kombinieren wir doch mal das hier.
Gut, den behalte ich jetzt einfach mal bei mir. Den Zünder. Wer weiß, wenn ich den mal brauche. Vielleicht kann ich damit dieses blöde Rolltor aufsprengen. War ja nur eine Idee. Aber jetzt öffnen wir erstmal den Tresor. Hoffentlich sind da jetzt keine Licker. Ich frage mich, ob die beiden, die ich niedergeschossen habe, die jetzt aber noch leben dürften. Ach, guck mal da, werden sogar die Türen angezeigt. Sehr cool. Ob die noch da sind. Das ist noch eine Gürteltasche. Ah, okay. Tja. Das ist ein Besprechungszimmer. Ah, da ist der Tresor, okay. Okay. Aus dem Weg, Sackgesicht. Verdammt. Wir sind die Orientierung verloren. Ja, gut, eine Blendgranate. Die Blendgranate brauche ich ja nicht wirklich. Aber ich nehme die Bretter definitiv hinten dazu gemacht. Ah, gut, wenn die jetzt in dem Raum sind, gut zu wissen. Ja, gute Frage. Wo ging es denn jetzt nochmal lang? Ah. So. Links 9. Achso, Entschuldigung. Links 9. Rechts 15. Links 7. Ja. Ja, sehr gut. Eine Tragetasche. Das mag ich. Gut, den Schlüssel kann ich jetzt auch wegwerfen. Das ist echt eine gute Mechanik. Und so komme ich wieder in die Eingangshalle. Ach, ich liebe es. Aber trotzdem muss ich jetzt erstmal rausfinden, wo ich hin muss. So, roter Herzschlüssel fehlt mir. Pistolenmunition. Da komme ich jetzt aber gerade nicht rein. Doch, Moment, da komme ich hin. Was ist denn das da? Elektroteil, das ist da in diesem Ding. Oh, Mann. Also die nachladende Grafik geht mir jetzt wirklich langsam auf den Sack. So, ich weiß, wo ich hin muss. Und ich habe auch genug Platz im Inventar. Oh, jetzt hoffe ich nur, dass da nichts ist. Bitte. Oh nein, ich höre irgendwas.
Ah, gut, ich kann die aufeinander stapeln. Das ist auch schon mal gut. So, jetzt muss ich noch mal kurz gucken, wo ich lang muss. Ah, die Tür da links. Uah, jetzt habe ich echt Angst vor den Lickern. Ach, du hast ja noch ein bisschen Munition, fällt mir gerade ein. Hochwertiges Schießpulver, ja, das kann ich ja einiges mitnehmen. So, wo war das Elektronikteil? Nochmal Schießpulver, das kann ich gerade mal kombinieren. So, meine Schrotflinte freut sich. Sein. Ah. Das hört sich aber echt nicht gut an, wenn das Ding da hochgefahren wird. So, da hinten war ja noch Munition. So, noch ein paar Bretter. Paar Kugeln. Also ich habe jetzt 3 Kugeln verschossen, um 2 Kugeln zu kriegen. Wirtschaftliches Schießen. Das kann ich. So. Aber wir sind jetzt auch wieder am Ende der Folge angelangt. Leute, vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß und natürlich wie immer hoffe ich auch, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Also macht's gut. Bis dann und ciao.